Leute, ich glaube, wir müssen reden. Normalerweise habe ich ja in jedem Video so ein paar kleine Notizen oder sonst irgendwas, an dem ich mich so entlang hange. In diesem Video wird es nicht geben. Ich glaube, es wird an der Zeit, dass wir einfach mal so ein bisschen über alles Mögliche reden. Das Video hat jetzt eigentlich auch gar nichts mit den Sims zu tun. Ich wollte jetzt nur allgemein mal so ein bisschen über den Kanal und auch vielleicht so ein bisschen über die Zukunft von diesem Kanal reden. Und zwar mache ich ja eigentlich schon seit mein erstes Haustier-Accessoire-Pack, also schon ein paar Jährchen jetzt, diesen Kanal. Eigentlich kommt ja auch immer sehr, sehr regelmäßig Videos. Ich glaube, meine längste Pause ist halt manchmal so eine Woche oder so, wo dann halt mal kein Video kommt, aber sonst kommt ja schon hier immer ziemlich viel. Eigentlich hat mir das ja auch die ganze Zeit immer extrem viel Spaß gemacht. Also ich habe mich wirklich eigentlich immer gefreut, so mit irgendeinem neuen Video anzufangen. Und ja, in letzter Zeit muss ich halt ehrlich gesagt zugeben, dass es jetzt aktuell nicht mehr so der Fall ist. Also versteht mich nicht falsch. News-Videos finde ich auf jeden Fall immer noch extrem cool und das mache ich auch wirklich gern. Und allgemein, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann mache ich da extrem gern so ein Video. Das macht halt auch irgendwie Spaß, euch da ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. So, aber bei den eigenen Videos, ich weiß nicht, da habe ich gerade aktuell nicht mehr so viel Spaß dran. Ich habe sogar noch extrem viele Videoideen eigentlich, die ich verwerten könnte. Ich habe immer so ein Dokument, wenn mir irgendwas frisch einfällt, dann schreibe ich mir das auf. Eine Idee kann einfach mal irgendwann so kommen. Ich denke mir quasi eigentlich nie aktiv irgendwelche Sachen aus, sondern das schießt mir einfach so in den Kopf und dann schreibe ich das auf. Und ich glaube, da sind aktuell immer noch so 100 Videoideen, die ich umsetzen könnte, drauf. Aber ich muss zugeben, aktuell ist es halt einfach so, dass ich da nicht so viel Spaß dran habe. Also das Schneiden macht mir immer noch extrem viel Spaß, das Einsprechen ist auch cool, aber so dieses Ausdenken, es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ich das Spiel eigentlich gar nicht mehr so wirklich spiele. Also bei Ankündigungen, ich schaue mir das dann auch immer alles sehr gerne an, aber so wirklich dann aktiv im Spiel mit den Inhalten spielen, tue ich auch gar nicht wirklich. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, das letzte Mal, wo ich so richtig krass die Sims 4 gespielt habe, ist schon echt ziemlich lange her. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich so viele Videos mache. Also ein viel ist jetzt natürlich immer relativ. Es gibt ja Leute, die auch Sims-YouTuber, die jeden Tag ein Video hochladen. Das würde ich, glaube ich, niemals hinbekommen. Also nicht falsch verstehen, der Kanal wird auf jeden Fall doch weitergehen. Und auch bei News-Videos werde ich euch immer auf dem Laufenden halten. Aber so diese eigenen Sachen, ich denke mal, ich nehme mir vielleicht jetzt in nächster Zeit mal so ein bisschen den Druck raus. Ich habe mir jetzt halt gedacht, dass in Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so viele Videos kommen. Also einmal die Woche wahrscheinlich auf jeden Fall, aber ich möchte jetzt halt wirklich nur noch wirklich was aufnehmen, wenn ich da auch wirklich Lust drauf habe. Und ja, dann bleiben die Videos natürlich auch weiterhin von der Qualität so, wie es jetzt ist. Und dann wird es nicht schlechter, wenn ich jetzt einfach, obwohl ich manchmal vielleicht nicht so Lust habe, dann irgendein Video raushauen würde. Aber ich meine, die nächste Erweiterung steht ja auch schon wieder in den Startlöchern. Da bleibt es natürlich dann auch weiterhin spannend, was damit passiert. Und da werde ich euch dann auch wieder auf dem Laufenden halten. Also in der Zeit werden dann wahrscheinlich auch wieder mehr Videos kommen. Aber wie gesagt, es kommt jetzt halt einfach mal so ein bisschen drauf an, wie ich Lust darauf habe. Und ich möchte mir da so ein bisschen den Druck erstmal rausnehmen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das ist so jetzt alles, was ich hier mal loswerden wollte. Jetzt habe ich euch mal so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet. Und ja, dann wisst ihr jetzt einfach ein bisschen Bescheid. Und ja, aber ich beende dieses Video trotzdem mit dem Spruch, den ich eigentlich immer sage. Und zwar bis zum nächsten Video.